Hallo, ich bin's wieder, Kati, und ich mache heute ein Video zum Thema Selbstliebe, weil einfach in letzter Zeit viele Menschen in meiner Praxis waren, bei denen es um die Selbstliebe ging. Und ich möchte da einfach mal ja wieder so ein paar Hinweise geben, was mit dem Thema zu tun haben kann. Und ja, vielleicht inspiriert dich das für deinen eigenen Weg, für deinen eigenen Prozess. Ja, meine wichtigste Botschaft ist: Selbstliebe gilt es jeden Tag zu üben, und Selbstliebe gilt es jeden Tag zu pflegen. Es ist nicht so, dass man eine Phase hat, wo man sich um sich kümmert und dann ist die Selbstliebe da und dann ist sie für immer da. Nein, es ist wirklich wichtig, jeden Tag oder immer wieder was für die Selbstliebe zu tun. Und ja, noch ein paar andere Ideen dazu. Viele Menschen haben den Gedanken, sage ich mal, dass sie diese nicht verdienen, geliebt zu werden. Und aus diesem Glaubenssatz heraus das in der Realität dann auch so erleben. Beziehungsweise in ihrer Kindheit Dinge erfahren haben, die ihnen das Gefühl gegeben haben, und da schließe ich mich auch mit ein, dass ich nicht liebenswert bin. Ja, meine Ich-Kraft, mein Selbstbewusstsein wurde durch bestimmte Erlebnisse erschüttert, und dadurch ja, war das auch bei mir so, dass ich da viel für tun musste. Gerade in der Zeit, in diesem Umbruch, wo ich quasi mich aus der Opferrolle in die aktive Rolle, in die selbstliebende Rolle begeben habe. Und ja, jetzt mal von diesem großen Thema weg, oder von diesem, ja, doch von diesen großen Hintergründen vielleicht weg, weil es wirklich viele kleine Dinge sind, die man für sich selbst tun kann, die ich für mich tun kann, die du für dich tun kannst, um die Selbstliebe zu nähren. Das eine ist natürlich, diese ganzen Themen aufzuarbeiten, die in der Kindheit passiert sind oder die einem irgendwann passiert sind, vielleicht auch in anderen Leben oder man durch die Familie mitbekommen hat. Aber irgendwie so zu forschen, okay, wo ist sie abhanden gekommen? Ja, da Biografiearbeit zu machen. Das hilft einfach, das besser zu verstehen. Ja, das kann an einem Punkt wichtig sein. Aber du kannst auch direkt einfach loslegen und üben und praktizieren. Und da das tägliche Üben kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Du kannst dir abends vorm Schlafen gehen 5 Dinge aufschreiben, was du an diesem Tag besonders gut gemacht hast, was für schöne Momente du erlebt hast. Und es geht wirklich darum, das aufzuschreiben. Ich hatte in einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, das gemacht und hatte dann auf einmal so ein ganzes Buch voll mit Dingen, mit schönen Dingen, die ich mir geschenkt habe, die, ja, und dann dachte ich so, ja, also ich habe gesehen, dass da diese Selbstliebe wirklich wächst. Und dann ist es schön, sich eine Liste zu machen mit Dingen, die dir gut tun, die dich stärken, ja, sei das Joggen, sei das in der Natur sein, sei das dich liebevoll einzucremen. Das sage ich auch ganz vielen, also gerade Frauen, die so mit ihrer Selbstliebe in Kontakt kommen wollen, wirklich auch liebevoll mit sich selbst umzugehen, ja.
Und das kann am Anfang schwer sein, sich da zu überwinden. Und dann sage ich immer, okay, mach das Maß so klein wie möglich. Also wenn eine halbe Stunde am Tag Selbstliebe zu praktizieren irgendwie zu viel ist, dann fängst du halt mit 30 Sekunden an und streichelst dir liebevoll übers Gesicht oder nimmst dich selber in den Arm. Ja, das kann das sein. Oder du machst dir was Leckeres zu essen, du deckst dir den Tisch liebevoll. Nur für dich alleine. Ich kenne das von mir so, wenn ich Gäste habe, dann mache ich den Tisch ganz schön. Aber wenn ich alleine esse, dann ist es eher so einfach. Und manchmal mache ich dann ganz bewusst so, dass ich mir auch für mich alleine den Tisch schön mache, dass ich mir Kerzen anzünde, dass ich mir ein Platzdeckchen hinlege und so, ne? Und das sind alles also kleine Aufmerksamkeiten, die ich mir selber schenke, um mir das Gefühl zu geben, dass ich wichtig bin. So. Und dann kann es auch eine Möglichkeit sein, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich lieben. Dass du dich mit Menschen umgibst, die dich schätzen, ja. Die gerne, wo du das Gefühl hast, ja, da merke ich, ich bin denen wichtig. So. Und das, ja, das ist total wichtig, dass wir uns mit nährenden Menschen umgeben, die uns gut tun. Und oft, wenn wir da noch nicht sind an diesem Punkt der Selbstliebe, denken wir, wir müssen uns mit komischen Menschen umgeben und das aushalten, dass da einer scheiße zu uns ist, dass uns einer blöd behandeln darf. Und je größer die Selbstliebe wird, je klarer bin ich, dass ich das Schönste und Beste würdig bin. Ja. Und es gibt nichts zu verdienen. Selbstliebe muss man sich nicht verdienen oder Liebe muss man sich nicht verdienen. Ja, das ist. Nee, das passt einfach nicht zusammen. So, vielleicht merkt ihr das, ja, von den Worten her. Verdienen, Liebe verdienen. Nein, nein. Für mich sind die herausfordernden Momente der Selbstliebe, wenn ich eifersüchtig bin, wenn ich neidisch bin, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Oder wenn ich Situationen nicht im Griff habe, dann merke ich, wie ich anfange, mich selbst zu verurteilen. Oder wie ich gerne anders wäre. Und das sind dann die Momente, wo es echt wichtig ist. Aber ich sage mal so, das ist schon ein höheres Level. Dann in dem Moment mich liebend anzunehmen, dafür, dass ich neidisch bin, dafür, dass ich gerade eifersüchtig bin, dafür, dass ich gerade schlechter wegkomme als die andere Person, mit der ich mich vergleiche. Leider immer noch, immer wieder. Also das Vergleichen meine ich. Ich übe zwar immer, das nicht zu tun, aber es passiert halt immer noch. Und mich in solchen Momenten dann liebevoll anzunehmen und zu sagen, hey Kathi, ja, du bist gerade neidisch. Du bist gerade eifersüchtig. Du hast gerade nicht alles unter Kontrolle. Es läuft gerade nicht so, wie du willst. Ja, und das einfach, nee, nicht einfach, es ist schwer. Da einfach dann zu sagen, so, ich bin okay. Das ist die Herausforderung. Ja. Aber das sind die Momente, wo es am wichtigsten ist, für dich selbst da zu sein, dich liebevoll in den Arm zu nehmen und dir genau dann ein tolles Essen zu machen, dich mit schönen Dingen zu umgeben, dir ein schönes Bad einzulassen oder dir, ja, irgendwas anderes Schönes angedeihen zu lassen. Ja.
Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Möglichkeiten zu üben und auch das aktiv zu praktizieren, auch in Zeiten, wo es dir gut geht, da eine Kontinuität der Selbstliebe-Praxis zu etablieren, um sie dann in schlechten Zeiten zur Verfügung zu haben. Ja, also. Ja, alles Liebe. Alles Liebe. Alles ist Liebe. Ich weiß nicht. Ja. Ja, hab's gut mit dir. Und ja, wenn du was teilen möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und es ist ein Weg, den wir mit uns gehen. Jeden Tag, jeden Moment. Ja. Okay. Ciao.